你好，欢迎参加新实用汉语初级课程。Guten Tag, herzlich willkommen zu unserem Kurs Chinesisch mal anders. 今天我们继续学习汉语语音部分。Heute lernen wir weiter die chinesische Aussprache. 你好，herzlich willkommen zu unserem Chinesisch Kurs. Heute lernen wir weiter die chinesische Aussprache. Und wir besprechen die folgenden Inhalte. Die erste Gruppe von Anlauten, die wir heute lernen, ist Ji, Qi und Xi. Bitte lesen Sie mir nach. Ji, Qi, Xi. Um Ji und Qi auszusprechen, drücken Sie den vorderen Teil der Zungenfläche gegen den harten Gaumen. Dann locken Sie die Zunge, um Luft durch den schmalen Kanal zwischen Zunge und Gaumen entweichen zu lassen. Jetzt hören Sie mir beim Lesen zu und wiederholen Sie bitte. Ji. Ji. Qi. Um Xi auszusprechen, heben Sie zuerst den vorderen Teil der Zungenfläche in Richtung des harten Gaumens, aber nicht berühren, und lassen dann die Luft ausströmen und die Stimmbänder vibrieren nicht. Jetzt hören Sie mir beim Lesen zu und wiederholen Sie bitte. Xi. Xi. Jetzt lernen wir die Auslaute. Bitte lesen Sie mir nach. Ja. Je. Jau. Jo. Ja. Je. Jau. Yo, yen, yin, yang, ying, yen, yin, yang, ying. 约、冤、晕、庸、约、冤、晕、庸。Gut gemacht. Nun ist es Zeit für den Lektionstext. 可以进来吗？请进。Bitte lesen Sie mir nach. 可以进来吗？请进。请喝茶，谢谢，不客气。Jetzt lesen Sie mir nach, bitte. 请喝茶，谢谢，不客气。Jetzt lernen wir die zweite Gruppe von Anlauten. Z, C und S. Bitte lesen Sie mir nach.
滋、呲、丝、滋、呲、丝。滋 is ähnlich wie in Sand ausgesprochen. Z ist ähnlich wie in Mütze ausgesprochen. Und S ist ähnlich wie in Hans ausgesprochen. Jetzt hören Sie mir beim Lesen zu und wiederholen Sie bitte. Z. 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 S. S. Okay, da erst lernen wir noch einige nützliche Ausdrücke aus dem Lektionstext. 请问陈老师在吗? 在, 不在? Bitte lesen Sie mir nach. 请问陈老师在吗? 在, 不在? 再见, 再见. Bitte lesen Sie mir nach. 再见, 再见. 再见. Okay. Das war's für heute. Bitte machen Sie die entsprechenden Übungen auf der Webseite. Jetzt verabschieden wir uns auf Chinesisch. 再见. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. 再见.